Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von ArcAge. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die traurige Geschichte über den Prinzen Leander und seiner Geliebten erfahren und wir haben ja einige Aufgaben rund um das Denkmal erledigt. Und in dieser Folge möchte ich gerne hier auch weitermachen. Ihr seht, ich habe die Ehrenwachen nicht gemacht, ich habe es einfach total vergessen. Die Woche war bei mir ziemlich voll gewesen, also letzte Woche. Es kamen ja Elternfreuden bei Sims 4 raus und Morrowind kam auch raus bei The Elder Scrolls Online. Also ich habe es einfach schlichtweg vergessen. 9 Leute würden mir da noch fehlen. Beschütze Innistere. Entweder mache ich das wirklich dann bis zur nächsten Folge oder vielleicht machen wir das auch doch noch hier gemeinsam in dieser Folge mal sehen. Dann hier der junge Mann auf der Klippe, spricht mit folgender Person, bestürzter Mann. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Für mich ist ja jetzt ArcAge auch blind. Oh, Moment mal. Wie komme ich denn da runter? Ich sehe da so ein Seil hängen. Ach, alles klar. Okay, ich bin schon mal falsch gelaufen. Da von dem Baum aus müssen wir da hin. Alles klar, also nochmal hochlaufen. Denn diese Quests hier habe ich noch nicht gemacht. Oh, die Vögel sind aber auch ganz schön nah. Wundert mich, dass die mich eben nicht angegriffen haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit meinen Begleitern passiert, wenn ich hier dieses Seil runterklettere. Die werden da ja nicht mitkommen, oder? Hoffentlich stürzen die da nicht zu Tode, wenn das überhaupt möglich ist. Hier müsste ich eigentlich runter. Wie mache ich das denn? Oh je, ich sehe es schon kommen. Ach, Moment, F? Ah, alles klar. Mit F konnte ich hier praktisch aufs Bäumchen klettern und jetzt bin ich hier auf dem Seil. Was machen meine Freunde? Die sind da oben. Werden die jetzt hier runterspringen? Aldin? Ah, hat sich noch nicht so ganz entschieden, ob er hier auch mit runterkommen möchte. Ich glaube, es ist am besten, wenn die einfach oben bleiben. Okay. Das letzte Stück musste man wohl ein Stückchen fallen. Was haben wir hier? Da geht es ja nochmal weiter runter mit dem Seil. Habe ich da jetzt was falsch gemacht oder kann ich hier runterspringen? Ah nein, okay. Jetzt hängt Aldin da hinten im Fels. Könnt ihr sehen, der rennt die ganze Zeit da rein. Ach je, armes Kerlchen. Und Salem? Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Huch. Okay, ein bisschen Fallschaden muss man wohl bekommen. Oh, Salem, du bist schon hier unten. Na toll. Wie hast du das denn geschafft? Oh, aber seht mal, Aldin hat sogar wirklich Fallschaden bekommen. Das ist aber jetzt schlecht. Moment, dann mache ich das mal so, dass ich Aldin wegschicke, bevor der sich hier noch ernsthaft verletzt. So, hier haben wir den bestürzten Mann. Wer ist da? Ein Mädchen namens Silvia hat mich zu sich gerufen. Also ging ich nachts hier raus, hinaus. Wo bin ich? Uff. Ah, ich kann mich bruchstückhaft erinnern. Das Mädchen gab mir eine Halskette. Diese hier. Ich weiß nur nicht mehr, was danach geschah. Oh, das hört sich aber seltsam an, oder? Bitte rufe um Hilfe. Meine Füße kleben am Boden fest. Sprich mit Denkmalpfleger Jaxil. Alles klar. An das Seil komme ich jetzt wohl nicht mehr rauf. Kann ich denn hier auch hier entlang laufen? Ach, schaut mal, ich glaube, ich hätte doch den Weg laufen können. Hier kann ich ja jetzt auch hochlaufen, dann hätte ich vermutlich auch runterlaufen können. Hätte ich gar nicht an das Seil gemusst. Na gut, egal. Ich gehe aber mal in den Sprint. Mein Aldin möchte ich hier jetzt nicht rausholen. Ich habe da doch Angst, dass ihm was passiert, dass er hier runterstürzt und dann tot ist. Da hätte ich keine Lust drauf. So, dann sprechen wir mal mit Jaxil. Den haben wir ja in der letzten Folge schon kennengelernt. Er hat also sein Gedächtnis verloren und eine seltsame Halskette. Lass mal sehen. Das scheint eine Nord-Ishvara-Halskette zu sein. Aber warum hat dieser Junge sie? Könntest du sie dir am Altar noch einmal genauer ansehen? Ja klar. Warum denn am Altar? Das Eigentum eines Geistes. Ich habe bei der Sache ein ziemlich schlechtes Gefühl. Mir kommt gerade in den Sinn, die Geliebte von Prinz Leander hat sich ja, die wurde ja umgebracht von ihrem Volk. Ob sie das vielleicht war, dieser Geist? Mal sehen, mal sehen. Untersuch die Nord-Ishvara-Halskette, wenn du sie in der Nähe des Denkmals des Prinzen Leander,
wenn du in der Nähe des Prinzen-Leander-Denkmals bist. So, dann machen wir das mal. Halskette überprüfen. Geist von Silvia. Hieß seine Freundin Silvia, die Freundin von Prinz Leander? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir wieder mit Jaxil sprechen. Ich habe gesehen, wie der Geist erschien, als du dich dem Altar genähert hast. Warum fühlt sich diese arme Seele nur so von der Halskette angezogen? Ich frage mich, die Frau aus Nord-Ishvara, die den Prinzen liebte, könnte das grausame Ende ihrer Liebe sie davon abgehalten haben, diese Welt zu verlassen? Was mit dem Prinzen geschehen ist, war ein Jammer, und bei allem, was in letzter Zeit vorgefallen ist, Dies hätte niemand voraussehen können. Irgendjemand hat das Vertrauen des Prinzen missbraucht und den König von der Liebschaft in Kenntnis gesetzt. Ohne diesen anonymen Brief wäre der Prinz noch am Leben. Ah, da gab es also einen Intriganten. Ich kann nicht erst lange darüber nachdenken. Ich muss dem Jungen auf den Klippen helfen. Darf ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten? Bringe etwas von dieser Glut zu Fürst Sigurd. Er will an den Klippen ein rituelles Feuer entfachen und um den Prinzen trauern. Er hat gesagt, er würde an der Straße zum Rosengut auf mich warten. Alles klar. Also du kümmerst dich jetzt um den armen Jungen da unten an den Klippen und ich ziehe dann weiter. Ja, sieht so aus. Huch. Ach, das waren wieder die Vögel. Sieht so aus. Gut, dann kann ich ja mal all den wieder auspacken, wenn wir da nicht mehr runterkraxeln müssen. Und mal einen Blick auf die Karte werfen. Sprich mit Fürst Sigurd. Das wäre dann in diese Richtung. Ja, dann werden wir wahrscheinlich hier den Weg entlang reiten. Da geht es ja dann auch irgendwann zu unserer Hauptquestreihe weiter. Die Quest hatten wir ja auch in der letzten Folge erhalten. Da müssen wir uns ja mit dem Anwerber unterhalten und müssen eventuell dann in die Schlacht ziehen. Ich weiß gar nicht genau, wie es da dann weitergeht gegen die Purpurarmee. Da lasse ich mich dann auch mal überraschen. Ja, bin richtig. Ach, ist das ein schönes Gebiet, oder? Ich bin da ja echt angetan von. Wobei hier die Dornen sehen natürlich ein bisschen bedrohlich aus, aber insgesamt echt schön hier. Da ist der Fürst schon ganz alleine, ohne Leibwachen. Oh, auch schick. Der Anblick dieses göttlichen Lichtes gewährt meiner Seele Frieden. Das Leben im Dorf beim Landhaus war in letzter Zeit ziemlich schwierig. Wir werden ständig von Monstern angegriffen. Das tut mir sehr leid. Kann ich denn irgendwie helfen? Es heißt, die heiligen Flammen von Inistere brennen seit dem Tag, an dem sie von Inis hierher gebracht wurden. Ich muss nur auf meinen Glauben an Nui vertrauen. Dann kann ich jede Krise meistern. Vielen Dank. Oh, ein sehr gläubiger Mann. Schön, schön. Die Straße entlang liegt das Dorf Rosengut. Erledige für mich bitte so viele grüne Larven, wie du kannst. Sie tauchten einfach aus dem Nichts auf und fielen über die Dorfbewohner her. Ich glaube, Insektenkundler Carrie weiß, was dahinter steckt. Du solltest mit ihm sprechen. Hoffentlich zählt er inzwischen nicht selbst schon zu den Opfern. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Grüne Larven hören sich zwar jetzt nicht so bedrohlich an, finde ich, aber das sind wahrscheinlich so Riesenlarven, könnte ich mir gut vorstellen. Okay, die sollen hier schon gleich sein. Da lohnt es sich ja gar nicht mehr aufzusteigen, denke ich. Ist für mich wirklich ungewohnt, hier zu spielen, ohne zu wissen, was kommt. Das habe ich ja in sonst keinem meiner Rollenspiele, glaube ich. Ja, gut, Star Stable, aber ja. Ich sag mal von den normalen Rollenspielen. Da weiß ich schon immer ungefähr Bescheid, was kommt. Grüne Larve, ja, die sind doch ziemlich riesig. Da hinten ist ein wahnsinniger Farmer. Ob ich den auch angreifen sollte? Der wird uns wahrscheinlich angreifen, wenn wir ihm zu nahe kommen. Ist das schon das Dörfchen? Ziemlich klein, aber goldig. Ich mag ja kleine Dörfer.
Ich werde den mal angreifen. Vielleicht startet es auch irgendwie eine Quest oder so. Mal schauen. Ja, ich bin ja sowieso total das Landei. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Habe dann 4 Jahre in ja, größeren Städten gelebt. Aber dann bin ich hier wieder aufs Land zurückgekehrt. Wohne jetzt auch wieder in einem sehr kleinen Dorf. Das Nachbardörfchen von dem, wo ich aufgewachsen bin. Und hier werde ich wahrscheinlich auch alt und grau werden. Wir haben ja hier unser Häuschen. Und da habe ich nicht nochmal vor, wegzuziehen. Wäre ja auch schön doof. Ja, also Städte sind nichts für mich. Die 4 Jahre in der Stadt haben mir gereicht. Es waren verschiedene Städte und das war alles nicht so meins. Ich brauche Natur um mich rum und bitte nicht zu viele Menschen. Einfach Ruhe. Lieber mehr Natur und Tiere um mich als Menschen. Ja. Und die eigenen 4 Wände, das war mir auch immer sehr, sehr wichtig. Also so Wohnungen mit Nachbarn daneben dran und oben drüber, das ist auch überhaupt nicht meins gewesen. Zeitweise geht das ja natürlich nicht anders, es sei denn, ja, man hat das Glück oder Pech, direkt mit 18 ein Haus zu haben, aber das haben ja die wenigsten. Ich sage bewusst auch Pech, weil das ja dann oftmals bedeutet, dass man seine Eltern früh verliert. Und das ist es natürlich auf gar keinen Fall wert. Das möchte natürlich keiner haben. Ja, das scheint das Dörfchen zu sein. Ich sehe da unten auch schon eine Quest. Und die andere Quest könnte man jetzt sogar schon abgeben. Da seht ihr das Fragezeichen dort hinten. Das ist schon halb gefüllt. Weil man ja hier in Ark Edge die Quest auch vorzeitig schon abgeben kann. Aber wir machen die natürlich fertig. Die Larven kommen ja auch hier ganz schnell wieder. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch eine, ja. Wobei die da hinten werde ich wahrscheinlich auch noch platt machen. Die ist ja direkt auf dem Weg. Ich merke gerade, habe ich noch meine Verzauberungen? Ich komme mir ein bisschen schwächlich vor, ehrlich gesagt. Ich muss gerade mal gucken. Hier haben wir doch mein Büchlein. So, und dann kann ich ja hier immer auswählen, was ich möchte. Ich möchte Nahkampf und Fernkampf und magische Angriffe erhöht, bitte. Genau. So. Jetzt fühle ich mich schon besser. Die Quest könnten wir schon abgeben, aber ich werde mich hier, wie gesagt, noch um die Larve kümmern. Wen haben wir denn da noch? Da hinten kann ich ja schon mal gucken. Da ist der Insektenkundler auf jeden Fall. Ah, da ist auch eine Bank. Das ist schon mal gut. Da werde ich nach der Folge hier mal ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ich glaube, da hat sich wieder einiges angesammelt. Ich mache das ja immer ganz gerne dann außerhalb des Let's Plays. Oh, schaut mal. Jetzt habe ich hier die Quest auch noch fertig gemacht. Wo ist denn der Ehrenpunktesammler? Ah, der ist hier. Okay, super. Dann habe ich die eine Quest jetzt doch noch fertig gemacht. Perfekt. Aber jetzt sprechen wir erstmal hier mit Carrie. Carrie heißt er. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Diese Larven sind normalerweise höchstens ein Zehntel so groß. Ja, das denke ich mir. Ich habe keine Ahnung, wie die Biester so gewachsen sind. Und sie sollen sich doch später noch in Schmetterlinge verwandeln. Oh, na hoffentlich sind die nicht so aggressiv dann. Riesige Ranken haben sich über Nacht gebildet und den Eingang zum Anwesen versperrt. Mein Kollege, den Neussohn, wollte der Sache auf den Grund gehen, aber seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Oh, das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Deswegen habe ich stärkere Larven gezüchtet. Kannst du mir mit einem Experiment helfen? Ich will herausfinden, ob verstärkte Larven mit den Ranken von diesem elenden Gestrüpp fertig werden. Ah, mit diesem elenden Gestrüpp fertig werden. So ein knorriger Dornbusch ist ganz schön zäh. Vielleicht könntest du die Ranken beseitigen und ich sag einfach Dene und Dene suchen. Sag ihm, dass ich mir Sorgen um ihn mache. Machen wir natürlich. Kann ich hier reparieren? Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oh, ein Erfolg. Reparaturgenie. 10-mal Ausrüstung reparieren. Oh, ich muss sagen, die männlichen Charaktere, besonders die männlichen, gefallen mir hier richtig, richtig gut. Die sind immer sehr, sehr schön gestaltet. Diese Horde wahnsinniger Farmer hat die anderen Dorfbewohner in ihren Häusern in Käfige gesperrt.
und stellt nun, wer weiß, was mit ihnen an. Ich wollte sie schon selbst befreien, aber es sind einfach zu viele Verrückte. Die Farmer haben Schlüssel, um die Dornbuschkäfige zu öffnen. Verhandeln hat bei denen keinen Zweck mehr. Du kommst also nur mit Gewalt an die Schlüssel. Ich verstehe nicht, weshalb so viele Leute, die für den Fürsten im Landhaus gearbeitet haben, so seltsam geworden sind. Bitte helf uns, Yvain. Das riecht doch auch nach einer spannenden Geschichte. Komisch, dass das gerade die Leute sind, die dann wahnsinnig geworden sind. Da hinten leuchtet's. Ja, stimmt, die wahnsinnigen Farmer. Oh, das sind aber wirklich ganz schön viele hier. Waren die eben schon da? Sind mir gar nicht aufgefallen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hier das ganze Dorf auf mich ziehe. Wie viele brauche ich denn da? Besiege eine Reihe wahnsinniger Farmer, um den Schlüssel zu erhalten. Okay, da gibt anscheinend nicht jeder einen Schlüssel, macht aber nichts. Anscheinend brauchen wir dann nur einen Schlüssel, aber wir müssen ein paar dafür töten. Von diesen Wahnsinnigen. Kiste des Adligen erworben. Aha. Muss ich später mal reinschauen. So Rüstung ausrüsten und Inventar reinigen. Wie gesagt, mache ich ja immer ganz gerne außerhalb des Let's Plays, damit ich die Zeit hier auch gut nutzen kann für die Geschichten. Okay, der auch nicht. Die troppen aber nicht gerade gut. Was leuchtet denn da so? Das sind wahrscheinlich die Käfige im Haus, oder? Der hat jetzt aber einen, oder? Auch nicht. Wahnsinn. Dann du aber. Ich weiß dann gar nicht, ob ich da wirklich dann alle befreien muss oder nur ein oder zwei. Ich denke ja nur einen. Ja, die werden bestimmt auch nochmal im Haus bewacht, oder? Eine Schatzkiste, aha. Huch, ich wollte gar nicht aufsteigen. Mensch, hier kommt man runter. Okay, noch ein wahnsinniger Farmer. Drückt mir die Daumen, dass der jetzt aber mal den Schlüssel hat. Denn ich habe zwar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich habe doch das Gefühl, dass die Folge schon einige Zeit lang geht und ich wollte eigentlich noch dieses Experiment machen. Entferne genau den Dornbusch. Wobei, das würde sich auch in der nächsten Folge anbieten, weil ich denke, da gibt es dann auch eine Folgequest, dass wir hier herausfinden müssen, was vorgefallen ist, warum die hier alle so wahnsinnig geworden sind. Oh, GZ Aldin. Herr Gute hatte eben ein Level-Up. Ja, ich denke, das wird so die nächste Geschichte werden, dass wir herausfinden müssen, was hier vorgefallen ist, warum die Leute wahnsinnig geworden sind. Und die Larven hier so aggressiv und überhaupt. Da steckt bestimmt irgendwas Größeres dahinter. Habe ich immer noch keinen Schlüssel? Doch, ich habe ja schon einen. Uff. Wie lange habe ich den denn bitte schon? Ach so. Besiege eine Reihe? Ja. Also ich habe jetzt hier einen befreit, aber... Ach, vielleicht muss ich vorher nochmal mit ihm reden. Moment, also danach meine ich... Ach nö. Vielleicht hätte ich mit ihm reden müssen, solange der Käfig offen war. Ach, wie blöd. Okay, dann bringe ich hier jetzt nochmal welche um. Ich habe nur gar nicht gesehen, dass ich einen Schlüssel erhalten habe. Da muss ich jetzt mal hier unten auf das Log achten. Da steht es ja drin, wenn man was bekommt. Und auch mal ins Inventar gucken, gegebenenfalls. Anscheinend hatte ich die ganze Zeit ja schon einen Schlüssel. Oh, versteckte Quest. Das Dorf bei Rosengut ist weitaus sicherer, wenn du hier bist. Ja, super. Dann hat es sich ja wenigstens gelohnt. Ja, jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen, direkt. Befreie ich den armen Knilch nochmal. Hallo? Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich hatte so furchtbare Angst. Noch kein Problem, Schnucki. Dann bring dich mal in Sicherheit. Hat er das jetzt getan? Also er ist eigentlich wieder im Käfig drin, aber ich nehme mal an, der geht dann schon wieder in Sicherheit. Wir haben ihn ja befreit. Okay. Dann geben wir die Quest auch auf jeden Fall noch ab. Wo wäre denn dieses Experiment? Das wäre hier oben. Mal sehen. Wie würde man denn da hinkommen?
Ach, das ist da oben. Das sind diese Riesenranken, die man schon gesehen hat. Ja, okay, dann denke ich, machen wir das die nächste Folge. Das ist ja noch ein Stückchen zu laufen. Vielleicht sind da auch noch Quests auf dem Weg. Vielen Dank. Wir werden mit dem Schlüssel noch ein paar mehr Dorfbewohner hier herausschaffen. Gern geschehen, gern geschehen. Okay. Dann würde ich sagen, werde ich bis zur nächsten Folge mal da hochlaufen. Und da werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen und herausfinden, was hier ja passiert ist mit diesen Verrückten und dem Gut und allem Möglichen. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Macht's gut!